gets in your veins first, clogs up your brain. You're infected before you know it. He's dead. Poor bastard reeks. Probably dead for days. You're new to this. It only gets worse after they're dead. Makes you almost sorry for him. My arse doesn't feel too sorry. Keep looking. Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen aufregenden Blick auf das Gaming-Jahr 2024, das mit einigen beeindruckenden Neuauflagen und spannenden Abenteuern bestückt ist. Unter anderem gibt es in diesem Video ein gruseliges Wiedersehen mit einem Horrorklassiker aus der Vergangenheit. Des Weiteren erleben wir, wie ein legendärer Soldat seine Ursprünge in einem überarbeiteten Stealth-Abenteuer meistert und wir dabei durch den Dschungel schleichen und eine epische Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Danach geht es weiter mit einem Spiel, was auch eine Neuauflage erhält, denn eine bekannte Serie kehrt zurück, und zwar in einem umfassenden Remake des ersten Teils. Denn diesmal erscheint die düstere Welt in zeitgemäßer Gestalt, während die Spieler gegen Seuchen und gesetzlose Häftlinge antreten müssen. Und als letztes schauen wir uns nochmal ein Spiel an, was eine Mischung aus einem Survival-Horror und einem actiongeladenen Gameplay sein soll, wo man mit Freunden zusammen gegen das Böse bestehen muss. Und damit geht's dann auch schon los. Aber eine kurze Sache noch, ich habe jetzt auch noch den gewünschten Let's Play-Kanal erstellt. Schaut dafür einfach gerne mal in der Beschreibung vorbei, da ist dieser natürlich verlinkt. Da werden dann nach und nach wieder alle Let's Plays hochgeladen werden und neue erscheinen. Und damit, Freunde, geht's auch schon los. Nach dem Intro. Und das erste Spiel, was wir uns heute etwas genauer anschauen, ist das Remake zu einem der besten Horrorspiele überhaupt. Und zwar zu Silent Hill 2. Denn in diesem Remake tauchen wir erneut ein in eine Welt des psychologischen Survival-Horrors, die damals bereits als ein wirkliches Meisterwerk gefeiert wurde. Die Story dabei ist aber wieder relativ simpel, denn nachdem James einen rätselhaften Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat, begibt er sich an den Ort, an dem sie einst so viele Erlebnisse teilten. Und zwar Silent Hill, denn seine Hoffnung, sie wiederzusehen, führt ihn an einen See, wo er auf eine mysteriöse Frau trifft, die seiner verstorbenen Frau verblüffend ähnlich sieht. Dieses Remake verspricht ein intensives Erlebnis des psychologischen Horrors zu werden. Vielleicht wird es sogar ein Höhepunkt der Serie, denn die neue Unreal 5 Engine lässt grauenvolle Grafiken entstehen. Und das eben gepaart mit einer schreckenerregenden Soundkulisse. Auch wenn es bis jetzt nur ein paar Gameplay-Szenen gibt, wo die Welt gezeigt wird, kann man sich ungefähr dadurch vorstellen, wie das Ganze aussehen wird. Auf der US-amerikanischen Amazon-Website kann das Remake von Silent Hill 2 sogar bereits vorbestellt werden. Und Gerüchte über die Enthüllung des Release-Termins machen dabei die Runde. Kann natürlich sein, dass das jetzt schon wieder eingeschränkt ist, aber vor kurzem konnte man es noch bestellen. Als vorläufiger Termin stand dort der 31. Dezember 2099. Was es genau damit auf sich hat, das weiß ich natürlich nicht. Darüber lässt sich zurzeit nur mutmaßen. Entwickelt wird das Ganze von The Bloober Team, einem polnischen Studio, das bereits mit Titeln wie Layers of Fear oder The Medium im Horrorgenre Bekanntheit erlangte. Die Entwickler sind sich dabei der Verantwortung bewusst und nähern sich dabei dem Projekt nach eigener Aussage mit Respekt. Denn das Team strebt mit diesem Remake den nächsten großen Schritt an und will sich endgültig als Top-Studio im AAA-Bereich etablieren. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die Handlung, die Atmosphäre und eben die Grafik. Die Spieler sollen dabei ihre eigenen Entscheidungen in Frage stellen, unbehagliche Wege einschlagen und in moralische Dilemmatas versinken. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Titel. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn neben Resident Evil war Silent Hill immer so mein Spiel, was ich gespielt habe. Und nicht nur den zweiten Teil, sondern auch den ersten. Und der war damals ziemlich cool. Denn damals wusste man ja noch nicht, wie das ganze Spiel funktioniert. Denn normal war das so, dass man sich einfach ein Spiel gekauft hat und das dann gespielt hat, ohne davor einen Trailer gesehen zu haben. Auf jeden Fall bei mir.
Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wie man eben das Radio gefunden hat und wie das angefangen hat zu rauschen. Und man einfach gar nicht wusste, was jetzt passiert. Auf jeden Fall ein Spiel, was ich nicht missen möchte. Und ich hoffe, dass das Remake eben genau da anknüpft. Denn der zweite Teil war ja auch nochmal ein Erlebnis für sich. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Silent Hill, zum Beispiel dem ersten oder eben dem zweiten Teil, in die Kommentare. Gerne auch, was ihr von diesem Remake erwartet. Und damit gehen wir zum nächsten Titel über. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel auf meiner Liste, und zwar zu Metal Gear Solid Snake Eater. Ein Remake, das die Wurzeln eines wahrhaften ikonischen Spiels neu interpretiert. Denn in diesem epischen Abenteuer werden wir zurückversetzt in die raue Ära des Kalten Krieges, der 1960er Jahre. Wir erleben dabei die Geburtsstunde des legendären Soldaten Snake, in einer Welt, die von der Metal Gear-Reihe geprägt wurde. Die Geschichte dabei entfaltet sich in den undurchdringlichen Tiefen des Dschungels, wo wir als Elitesoldat Tarnung und Überlebensinstinkte einsetzen müssen, um eine drohende Katastrophe abzuwenden. Ja gut, das war im Hauptspiel auch so, aber was macht dieses Remake jetzt so besonders? Und das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, denn dieses Remake von Snake Eater verspricht nicht nur zeitgemäße Grafik, sondern auch erneut ein fesselndes Stealth-Action-Spielerlebnis, das aber den Charme des Originals dabei bewahrt. Denn ich denke, jeder kennt eben die Remakes, wo das Ganze einfach komplett verändert wird und eben das Spiel, das ursprüngliche Spiel, nicht mehr so vorhanden ist, wie es damals war. Und das liegt eben oft an dem veränderten Gameplay, sei es die Bewegung, die Schnelligkeit oder weil einfach Spielelemente ausgetauscht wurden, die eigentlich maßgeblich waren. Als Beispiel dafür zum Beispiel das umstrittene Warcraft 3 Reforged. Na gut, hier muss man fairnesshalber sagen, im Trailer wurden Sachen gezeigt, die denn im Endeffekt im Spiel nicht vorhanden waren. Was das Ganze vielleicht dann noch ein bisschen anders macht. Aber ich erinnere auch zurück an das Remake von der GTA-Reihe. Ich glaube Definitive Edition oder so hieß das. Und das war meiner Meinung nach richtig, richtig schlecht. Denn da wurden die Teile natürlich neu aufgesetzt, aber halt eben nicht so, wie man es erwartet hatte. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet habe. Und das soll dieses Remake von Snake Eater auf jeden Fall besser machen. Denn im Vergleich zum Original werden wir in diesem Remake mit einem erweiterten Arsenal an Fähigkeiten konfrontiert, was dabei neue Waffen, neue Tarnung, neue Nahkampfskills, neue Anschleichmöglichkeiten, Verhörtechniken oder neue Techniken beim Klettern oder Jagen beinhaltet. Dadurch soll der Kampf ums Überleben noch intensiver und vielseitiger denn je werden. Aber das wird auch damit zu tun haben, dass der Dschungel lebendiger als je zuvor wird, der natürlich auch mit neuen Herausforderungen und Gefahren daherkommt. Denn im Hintergrund blende ich ja die ersten Gameplay-Szenen ein. Und da kann man sich, denke ich, sehr gut ein Bild davon machen, wie das Ganze aussehen wird. Und wenn man sich dann nur mal anschaut, wo Snake durch das Wasser läuft oder eben durch das Sumpfgebiet läuft, wie selbst am Rand der Matsch runterfällt oder eben auf die Bewegung von Snake reagiert. Dazu dann eben noch die Veränderung seines Aussehens, nachdem er aus dem Wasser oder aus dem Sumpf kommt. Denn weitere kleine Details, dass sich die Umgebung im Wasser spiegelt, dass er seine Waffe zum Beispiel nach oben hält, damit diese nicht nass wird. Oder wenn er langsam geht, dass der Schmutz sozusagen von ihm runtertropft. Auch haben die Entwickler genau darauf geachtet, dass alles viel dreckiger rüberkommt, denn jede Bewegung hinterlässt irgendwo Abdrücke. Auch gibt es jetzt Tiere im Gras, die das Ganze einfach noch verwilderter und realistischer rüberbringen. Dann wird ja auch noch kurz gezeigt, dass die Tiere sogar ihrem Rhythmus nachgehen. Oder vielleicht besser gesagt ihrem Tagesablauf. Und was vielleicht auch noch kurz zu erwähnen ist, das Ganze wird in der Unreal 5 Engine präsentiert. Aber es wird nicht nur hübscher werden als je zuvor, sondern auch brutaler als je zuvor. Denn das Spiel wird allen Anschein nach eine USK 18 Freigabe bekommen. Was eventuell schon ein bisschen über das Gewaltlevel, was uns eben erwarten wird, aussagt. Und allein deswegen denke ich, dieses Spiel wird großartig werden. Und ist aus diesem Grund auf jeden Fall ein Favorit des Jahres 2024 für mich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Trailer haltet. Ist das Remake von Snake Eater auch ein Favorit für das Jahr 2024 für euch? Lasst mich das gerne wissen. Und damit geht's auch schon weiter mit dem nächsten Spiel auf meiner Liste. And we'll go to the old camp together.
Und damit kommen wir zu einem Remake von einem Spiel, was ich sehr schätze. Und zwar Gothic. Geschaffen wird das Ganze durch das talentierte Team von Alchemia Interactive. Und diese neue Interpretation entführt uns zurück in das geplagte Königreich Myrtana, das dabei von einer unersättlichen Horde an Orks heimgesucht wurde. In dieser bedrohlichen Lage sieht sich König Robert II. Vor der Herausforderung seines Lebens, denn er benötigt große Mengen magischen Erzes, um mächtige Waffen zu schmieden, um sich dieser Bedrohung stellen zu können. Um diesen Gedanken aber nachzukommen, zwingt er alle verfügbaren Häftlinge, die in den Minen sind, zu noch härterer Arbeit. Die ursprüngliche Absicht war es, durch die Magie seiner besten Zauberer eine Barriere zu erschaffen, die die Fluchtversuche der Häftlinge unterbinden sollte. Doch dieses Unterfangen gerät nach und nach außer Kontrolle. Denn die Magie entfesselt eine Meuterei und das einstige Minental verwandelt sich in ein gesetzloses Territorium, was beherrscht wird von den brutalsten Häftlingen. Und hier beginnt die unvorhersehbare Wendung. Die Ankunft eines namenlosen Häftlings, dessen Schicksal das Minental für immer verändern wird. Dabei verspricht das Remake von Gothic nicht nur eine epische Reise zurück zu den Wurzeln des wegweisenden Spiels von 2001, sondern auch eine intensive Wiederentdeckung der Welt rund um das Minental. Und das eben mit all ihren Geheimnissen und Herausforderungen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Gothic 1 habe ich nie lange gespielt, aber dafür den zweiten Teil und der war wirklich gut. Ich kann mich da nämlich an unzählige Stunden erinnern, die ich eben in dieses Spiel investiert habe. Wie man später Zauberer werden konnte oder Mitglied der Paladine oder eben Söldner. Und wie man dann immer die Minecrawler in den Minen besiegen musste, später dann durch das Minental musste, um in eine Festung zu kommen, man am Anfang von den Wachen nicht in die Stadt gelassen wurde und man sich dann eben einen anderen Weg suchen musste. Also ich kann jetzt noch so viele Sachen aufzählen, zum Beispiel die Begegnung mit dem großen blauen Troll. Ich glaube, in dieser Zeit, wo Gothic eben released wurde, gab es kaum ein Spiel, was man damit vergleichen konnte und wo man so viele Möglichkeiten hatte wie eben bei Gothic. Ich kann natürlich nur aus meiner Sicht reden, aber damals hat mich dieses Spiel einfach wirklich begeistert. Und selten haben mir Sachen in einem Rollenspiel so viel Spaß gemacht, wie eben in diesem Spiel. Ob es nun das Jagen war, das Aufleveln, die Quest. Es gibt eigentlich kaum eine Sache, die ich da richtig bemängeln kann. Aber ich schweife schon wieder ein bisschen zu doll vom eigentlichen Thema ab. Denn in diesem vollständig und originalgetreuen Remake erleben wir die Dunkelheit und die Faszination von Gothic eben nochmal in einer zeitgemäßen Form. Und damit meine ich zum Beispiel das Kampfsystem, denn das wurde modernisiert, soll sich aber auch nicht zu sehr von dem eigentlichen Kampfsystem unterscheiden. Denn natürlich auch eine komplett neue Engine und neue Grafik, die das ganze Spielgeschehen auf jeden Fall intensiver machen werden, wie man das ja auch schon so ein bisschen im Hintergrundvideo sehen kann. Auch wird das ganze Spiel so ein bisschen dunkler daherkommen, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen böser macht. Ich sag's einfach so, das Remake wird die Welt in Gothic zu neuem Leben erwecken. Und dadurch auch das Spielgefühl maßgeblich verändern. Auf jeden Fall, wenn es um die Wahrnehmung geht. Das Ganze soll aber laut Amazon schon am 31. Dezember 2023 erscheinen. Also so, dass man es direkt 2024 in den Händen halten soll. Was daraus denn letztendlich wird, werden wir am 31. Dezember 2023 sehen. Aber seid ihr auch so gehypt auf das Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ziemlich gut werden wird. Und freue mich auch schon drauf. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir kommen zum letzten Spiel. Damit treten wir am Ende nochmal ein in die finstere Welt von Blight Survival. Dies ist ein mittelalterliches, unkooperatives Extraction-Light-Spiel, was dabei ziemlich coole Elemente enthält, bei dem wir mit bis zu 3 Mitstreitern gegen Sterbliche und Monster antreten können. Unser Ziel ist es dabei, in einem verzweifelten Versuch die Quelle des Blight zu erreichen und eben auch zu zerstören. Blight heißt ja sowas wie Seuche und damit ist es die tödliche Plage, die das Land eben heimsucht. Die Handlung entfaltet sich dabei im Niemandsland, zwischen 2 Königreichen, die in einem endlosen Krieg gefangen sind.
Und in diesem brutalen Fegefeuer ist ein neuer Seuchenstamm aus den Überresten der Gefallenen ausgebrochen. Und dieser, der durch das vergossene Blut genährt und gestärkt wird, breitet sich schnell aus und verwandelt die Menschen in Monster. Dabei ist Blight Survival ein Action-Horrorspiel in einer düsteren und mittelalterlichen Umgebung. In diesem erkundet man dann das Niemandsland und das eben gemeinsam mit bis zu 3 Mitspielern im Koop-Modus. Und zusammen stellt man sich dann eben den Herausforderungen, die die seltsame Krankheit mit sich bringt. Und ich finde, wenn man sich das Gameplay mal so anschaut, das sieht schon ganz nett aus. Oder was meint ihr? Auch dieses Spiel soll mit der neuen Unreal 5 Engine daherkommen. Auch soll dieser Titel Rollenspielelemente enthalten. Das heißt, wir können nicht nur Fähigkeiten erlernen, sondern eben auch Ausrüstung und verschiedene Waffen erbeuten oder sogar finden. Aber es ist halt eben auch ein Survival-Spiel, denn im Tod verliert man alle seine erkämpften Schätze. Und damit verspricht Blight Survival eine einzigartige Mischung aus einem mittelalterlichen Setting und einem Survival-Horror-Spiel à la Resident Evil zu werden. Aber trotz des ersten Gameplay-Trailers befindet sich Blight Survival noch in einem frühen Stadium der Entwicklung. Das Spiel wird auch eine breite Palette von mittelalterlichen Waffen und Ausrüstungen bieten. Das auf jeden Fall laut den Entwicklern. Der Weg von Blight Survival mag vielleicht noch ungewiss sein, aber die düstere Atmosphäre und die vielversprechenden Ansätze machen es zu einem Projekt, das die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich zieht. Aber mehr ist zu diesem Titel leider noch nicht bekannt. Aber ich denke, im Hintergrundvideo erkennt man sehr gut, wie eben dieses Spiel funktioniert. Und ich glaube, dass dieses Spiel wirklich was werden kann. Aber wie auch immer, mit diesen Worten endet das Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen ganzen Spielen haltet oder eben von einzelnen Spielen. Und vergesst natürlich nicht, falls ihr Let's Plays guckt, auf meinem neuen Let's Play Kanal vorbeizuschauen. Da werde ich versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Auch werde ich immer versuchen, die Spiele auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zu spielen, damit man wirklich die größtmögliche Herausforderung hat. So wie jetzt zum Beispiel bei Manhunt, wo 5 Sterne erreicht werden müssen. Aber gut, Freunde, genug geredet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder eben ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.